kämpfte sich dann so ein bisschen rein, war mit seinen Ergebnissen aber auch ganz zufrieden, sagte, das läuft doch alles schon ganz gut. 18., 15., 22., 23. und jetzt hier in Pokljuka 4. und 7. und jetzt möglicherweise auf dem Podium. Der Lebensgefährte von Andrea Henkel, die wir ja nachher noch um 15 Uhr im Massenstart der Frauen sehen werden. Birnbacher konzentriert und ruhig den Sieg entgegen. Sauber, Andi, sauber, jawohl, sauber, sauber, super. Du hast selber dein schönes Weihnachtsschild gemacht. Du bist 35 Punkte, bin super, jawohl. Schönen Zug noch mit drüber, jawohl, hopp, gratuliere, hopp. Ja, es ist das schönste Weihnachtsgeschenk. Gestern Abend war Andi Birnbacher mit seiner Ehefrau, die auch hier ist, noch in der Pizzeria. Haben wir ihn getroffen, ganz locker, ganz entspannt. Hat er sich da eine Pizza gegönnt. Es war die beste Vorbereitung, das wissen wir jetzt. Und Fuck und Burke. Bernd Eisenbichler dort, der Teamchef, der Amerikaner, feuert Tim Burke an. Und dort hinten Florian Graf, zweitbester Deutscher auf der 10, Minute zurück. Aber Sie sehen es, enge Abstände davor. Gutes Ergebnis für ihn. Geh weiter, bleib ruhig, jawohl. Hopp, Kim. Die zwei riechst du noch her fürs Finale davon bei den Punkten. Riechst du her, die zwei, jawohl, zirk die hin, hopp, sauber. Leg sie dir her, die zwei. Also, da fordert Fritz Fischer schon noch von dem Florian Graf, dass er sich zwei Athleten vor ihm schnappt. Das wären Garanitschew, Ustjugov, Labelund. Keine Touristen. Andi Birnbacher, da guckt er nochmal ganz vorsichtig zurück. Und Fuck gegen Burke. Da wird jetzt richtig gekeult. Da geht es anders zur Sache. 27 Sekunden, der Rückstand 39 waren es. Aber das ist klar. Und Fuck nutzt diesen Berg. Er reißt jetzt die Lücke. Er setzt sich ab von Burke. Burke muss aufpassen, denn dahinter toben Svensson und Fourcade heran. Ist das ein Triumph auch für Jakob Fuck, für ihn? Birnbachers Vater hat oben schon die Position im Wald verlassen. Konnten wir eben sehen, war nicht mehr neben Fritz Fischer. Der ist vermutlich schon hier im Stadionbereich, um seinem Sohn die Glückwünsche zu überbringen. Seine Mutter ist auch da. Viele Freunde sind hierher gekommen, um diese Woche in Pokljuka mit ihm zusammen zu verbringen. Er hat es gezeigt, der Massenstart, das ist seine Disziplin, das rote Trikot, was er trägt. Er wird es behalten. Herzlichen Glückwunsch, Andi Birnbacher, zu diesem Triumph hier in Pokljuka. Aber was passiert dahinter aus dem Nebel? Jakob Fuck darf sich feiern lassen. Gewinnt hier zum zweiten Mal einen Podiumsplatz. Nach Platz 1, nun Platz 2. Und Tim Burke. Erster Podestplatz für ihn in dieser Saison. Dahinter Fourcade vor Ferry und Svensson. Das ist natürlich für ihn wichtig, vor Svensson zu bleiben, um den Abstand in der Gesamtwertung zu vergrößern. Siebter Ustjugov. Achter Garanitschew und Florian Graf konnte sich dann doch die Jungs nicht mehr zurechtlegen. Fotofinish gegen Labelund, dann Pinter Björndalen, 12. Und Jakob Fuck, sicherlich einer der Gewinner dieser Woche. Und dann kommt Simon Schemp als 17. ins Ziel. Drei Fehler heute. Da oben, da wird heute noch gefeiert. Da wohnen die Slowenen. Hier im Funktionsgebäude in der oberen Etage. Ein Hotel, aber es gehört dem Skiverband. Kleine Showeinlage von Jean-Philippe Legelec. Ja, Ulainer Björndalen, der wartet noch
auf den Durchbruch, hat eigentlich gesagt, er fühlt sich so gut. Ein 7. Platz in Hochfilzen in der Verfolgung. Das war's für ihn bis jetzt. Björn Ferry hat Silber bei der WM gewonnen im Massenstart. Hat eine harte Schlussrunde hinter sich mit Furkat Svensson. Landertinger, 23. Ja, und da kam der, der im ersten Rennen, im ersten Drittel des Rennens noch so stark war. Erik Lesser, 24. Am Ende mit 5 Schießfehlern. Es war eine anstrengende Weltcup-Periode, denn natürlich die ersten 3 Wochen nach den harten Trainingslagern. Er grüßt in Rot, genauso wie Andy Birnbacher. Der Mann in Rot im Massenstart, der Beste. Nach diesen harten Trainingslagern im November sind die Weltcup-Wochen im Dezember natürlich besonders fordernd, gehen an die Substanz. Sie alle werden jetzt ein paar Tage Pause machen, dann vielleicht vor Weihnachten nochmal 3-4 Trainingstage einschieben. Die Russen gehen sogar ins Trainingslager Richtung Oberhof. Über Weihnachten vielleicht nochmal ein wenig frei machen. Andy Birnbacher hat gesagt, er wird nochmal ein bisschen Grundlagen-Ausdauertraining machen in der nächsten Woche. Aber heute für den Rest des Tages und morgen und übermorgen, da kann er mal ein wenig Luft rausnehmen. An Erik Lesser hat er sich rangehängt in dieser 2. Runde. Am Schießstand hat er keinen einzigen Fehler gemacht. Das war natürlich heute die Grundlage für den Sieg. Alle anderen haben mindestens 2 Fehler geschossen. Und er hat alle 20 Patronen ins Schwarze gebracht. Den Blick nach hinten, den braucht er heute nicht. Der Blick geht nach vorn. Die Faust in den slowenischen Nebelhimmel. Andreas Birnbacher also gewinnt vor Fuck und Berg. Martin Furkat verteidigt sein gelbes Trikot. Und wir geben ganz schnell runter zu Andreas Birnbacher und wollen hören, was er zu sagen hat. Ja, Glückwunsch an den Mr. Massenstart, so kann man es, glaube ich, sagen. 6. Weltcupsieg insgesamt. Andi, warum taugt Ihnen der Massenstart so gut? Keine Ahnung. Also, mir taugt schon beim Anschießen, dass ich meinen Stand habe, dass ich so viel schießen kann, wie ich will und so lange, wie ich will. Und ja, dann ist der Kampf Mann gegen Mann ist auch irgendwie was Besonderes. Da konzentriere ich mich irgendwie besonders beim Schießen. Ich weiß auch nicht, warum, aber ist so. War ja im Prinzip so eine Steigerung im Laufe dieser Woche beim Sprint. Da lief es noch nicht so doll, Verfolgung schon besser. Jetzt im Massenstart Top-Leistung abgerufen. Wie war die Woche? Wie haben Sie die so mitbekommen? Ja, ich sag mal, läuferisch war jetzt die Woche schon wirklich kaputt, habe ich gemerkt. Gestern war eigentlich mein bester Tag. Aber im Sprint war es einfach total verkorkst, sage ich mal. Aber so Tage gibt es auch, ist kein Problem. Die Saison ist so lang. Da hat jeder, denke ich mal, über schlechte Rennen dabei. Aber mit den letzten 2, mit gestern und heute, kann ich wieder sehr zufrieden sein. Solange Sie unter Beweis stellen, dass die Form noch da ist und es nur ein Ausrutscher war, gar kein Problem. Wir reden gleich weiter. Kurz mal zu Florian Graf bei Wilfried Haag. Genau so ist es. Und ich glaube, dem Florian darf ich gratulieren. 10. Platz. Und Sie haben ganz erstaunt gefragt, ist der Andi vorne gewesen? Ist man so konzentriert auf sein eigenes Rennen, dass man gar nichts mitbekommt? Ja, richtig. Also ich habe überhaupt nichts mitbekommen, was vorne los ist. Sie sind ja auch, glaube ich, eine Minute vor mir gewesen. Und ja, ich habe mich auf mein Rennen konzentriert und ist endlich mal wieder ein bisschen aufgegangen bei mir. Jetzt habe ich schon 4 Rennen gehabt, wo es ein bisschen zäh ging. Und jetzt habe ich mir doch noch einigermaßen das Weihnachtsgeschenk gemacht. Würde ich sagen. Und da braucht man auch ein bisschen Konzentration und Willen, wenn man schon 2 Fehler geschossen hat, im Liegenanschlag sich dann nochmal aufzuraffen. Ja, richtig. Also stehen ist immer ein guter Anschlag oder mein starker Anschlag. Und ja, da habe ich mich konzentriert und dann ging auch einiges nochmal nach vorne. Florian, fröhliche Weihnachten. Nehmen Sie die Form mit ins neue Jahr. Dankeschön. Ja, fröhliche Weihnachten kann man auch zu Andreas Birnbacher sagen. Das ist vielleicht das schönste Geschenk, das man sich selber machen kann. Und es ging heute eindeutig übers Schießen. Und Sie haben es ja schon angedeutet. Ja, die Sicherheit ist einfach da, wenn man Ruhe hat beim Anschießen. Aber trotzdem, man muss es da noch im Wettkampf umsetzen. Warum hat es heute so gut geklappt dann? Ja, eigentlich war es halt bei mir genau umgekehrt. Ich habe beim Anschießen überhaupt nichts zusammenbekommen. Total schlechtes Trefferbild. Der Fritz hat gesagt, ja, so Tage gibt es halt ein bisschen Unruhe drin. Dafür geht es dann im Wettkampf besser. Und genau so war es heute. Also Anschießen war katastrophal, aber zählen tut es dann im Rennen, Gott sei Dank. Es zählte vor allem auch im ersten. Wir können mal schauen, Kathi, auf den ersten Anschlag vom Andi. Da haben wir nämlich das Trefferbild nochmal vorliegen. Und schauen mal,
wo die fünf lagen. Der dritte ein bisschen raus, aber dann, Kathi, glaube ich, kann man sagen. Ja, also doch. Ich meine, es ist erstmal wichtig, dass man beim ersten Schießen mit null weggeht. Und klar, so ein kleiner Ausrutscher, aber es war ja zum Glück noch ein Treffer. Und da zählt auch manchmal auch das Glück des Tüchtigen. Und es ist halt wichtig, einfach eine gute Basis zu haben für so ein Massenstartrennen. Weil wenn am Anfang der Zug schon weg ist, dann ist es schwer, dann wieder zurück ins Rennen zu finden. Mögen Sie das auch so ein bisschen, dieses Mann gegen Mann schießen? Denn das ist ja beim Massenstart so charakteristisch, zumindest am Anfang, nicht? Ja, doch schon. Wir trainieren das natürlich auch sehr oft und da fühle ich mich wirklich wohl. Aber das Rennen hat auch von Anfang an eigentlich nicht so gut begonnen für mich, weil ich einen kleinen Stock verloren habe, einen kleinen Stock abgetreten worden ist am Anstieg. Und dann habe ich schon gedacht, heute wird es schwierig, von ganz hinten wieder nach vorn zu kommen. Aber ich habe dann einen kleinen Stock gekriegt auf der Strecke. Die haben das gut durchgefunkt und unsere Betreuer haben wirklich dann gute Arbeit geleistet. Wie sieht jetzt eine vorweihnachtliche Woche aus für den Biathleten, der 3 Weltcups in den Knochen hat? Was wird die nächste Woche noch bringen? Ja, in erster Linie mal Ruhe. Ich bin jetzt wirklich schon sehr müde und muss die Beine mal ein bisschen locker werden lassen die nächsten 3 Tage und dann Grundlagentraining wieder Aufbau Richtung Oberhof natürlich. Kathi, toll ist ja, dass die deutschen Biathleten jetzt auch gestern Sieg Gössner, heute Sieg Andi Birnbacher gezeigt haben. Mensch, die Saison ist auch mit den Deutschen wieder zu rechnen. Ja, das ist total wichtig. Ich meine, es war so ein bisschen die Angst da, was wird diese Saison. Aber ich glaube, die Männer haben in Östersund schon sofort gezeigt, läuft alles super und wir haben uns super vorbereitet. Und ich meine, so kann man natürlich auch dann in so eine kleine Weihnachtspause gehen mit 2 so tollen Rennen. Und wir haben ja nachher das Frauenrennen noch. Mal sehen, was uns da noch erwartet. Arndt Peiffer übrigens heute 30. Also die Pause hat ihm nicht ganz so gut getan, die nicht selbst verordnete. Ja, also dann gute Heimreise, Andi. Schöne Weihnachten, okay. Schöne Feiertage. Danke, dass Sie uns den tollen Sieg noch beschert haben.